und eine weiße. Ken wird zuerst die weiße Kugel spielen. Während die weiße Kugel langsam auf das Loch zurollt, wird er alle roten Kugeln blitzschnell in das gleiche Loch spielen und dann die weiße dazu. Hört sich kompliziert an, ich werde es gleich vorführen. Bevor ich aber euch verlasse, wir haben ja immer jetzt eine Aufgabe für unsere Kandidaten oder unsere Saalgäste. Wir werden euch bitten, wenn ihr eure Wette verliert, also wenn ihr falsch tippt, einen gemeinsamen Gold- bzw. Bronzewalzer zu tanzen. Du wirst sie in die Arme schließen, es wird Musik sein, es wird eine olympische Idee sein. Ihr beide im Walzerrhythmus zu deinem Geburtstag. Macht ihr das? Das ist doch traumhaft, oder? Das ist doch traumhaft, das ist doch keine Strafe. Die Strafe, nein, die Strafe trage heute ich, aber die entsprechende Belohnung kriegt ihr. Wir werden mal sehen. So, also, ich gehe jetzt rüber. Hier ist unser erster Wettkandidat. Hier ist Ken Dahlke. Ken, guten Abend. So, und du bist gut drauf, ja? Ja. Konzentriert? Ja. Gestern Abend früh ins Bett gegangen? Ja. Trotz Geburtstag? Ja. Hast du gefeiert? Nein. Nein, gut. Ich merke schon, du willst nicht reden, du willst spielen. Hier haben wir den Papa, der ist in der Nähe, der hilft dir nachher ein bisschen, aber nur was die Kugelvorlage betrifft. Und dich bitte ich jetzt, uns die Wette einmal vorzuführen. Das heißt, du wirst jetzt die Kugeln auflegen, ja, um dem Publikum zu Hause und unseren beiden Wettern zu zeigen, wie es geht. So. Ja. Es sind also wie viele rote? 12. 12. Sie können das zu Hause gerne mitspielen, wenn Sie 12 Tomaten und eine weiße Zwiebel oder ein rohes Ei vielleicht vorbereiten. Darf ich ein bisschen helfen, ja? Das geht schon. Wir hängen hier alle im Netz drin. Hm, das. Na, ist aber auch. Eieiei. Kann da was passieren? Die gehen aber nicht kaputt, ja, oder? Das sind schon zu viel. Sind schon zu viel? Ach, um Gottes Willen. Erzählt. Wie viel sind es jetzt? 12. 12. Lass sie. Ja. Gut. So. 12 rote in einer Reihe. Eine weiße. Ich werde selbstverständlich nachher, wenn die Wette gespielt wird, meinen Mund halten, weil Konzentration zu dieser Wette gehört. Der Ken hat jetzt die Chance, sich ein bisschen einzurollen. Das heißt, er muss sehen, ob die weiße Kugel auch vernünftig läuft. Und wir sehen also hier die 12 roten, hier die weiße, hier das Loch. Und jetzt die Frage an euch beide, Franziska und George. Wird er es schaffen, die weiße anzuspielen und während sie auf das Loch zurollt, alle 12 im Loch zu versenken und dann die weiße dazu? Schafft das ja oder nein? Ja, also wir wünschen ihm natürlich, dass er es schafft, aber ich meine, du musst dich dann am Ende tätowieren lassen und da wollen wir dann dir wenigstens zeigen, dass Sportler auch einen Walzer tanzen können. Also sagen wir mal, er schafft es nicht. Sie sagen, er schafft es nicht, hoffen aber, dass er schafft, genauso wie ich. Und der Papa kommt dazu, er hat 3 Versuche, das sage ich noch dazu. Also er darf 3-mal ansetzen. Kennt ihr ein bisschen Ordnung? Ja. Ich gehe darüber, dass ich dich nicht störe. Okay. Licht an der Kamera ist aus. Alles in Ordnung? Du rollst jetzt deine Kugel an. Ich sage, top, die Wette gilt. Und du entscheidest dich selber, wann du anfängst. Wenn er es schaffen sollte, ist das nicht nur eine gewonnene Wette, sondern auch der Weltrekord. Das hätte dann von allen Billardprofis, die es gibt, noch keiner geschafft. 11 Jahre alt. Okay. Okay, er legt los. Ja. Die Absicht war zu erkennen, aber es hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Eine Kugel macht sich selbstständig. Moment. Danke. Danke. Wieder bereitlegen der Kugeln. Okay, der zweite Versuch von 3 möglichen. Ah!
Ja. Aber so knapp. 11 waren drin von 12. Ken, ganz ruhig. Jeder weiß, dass du der Größte bist. Das wäre jetzt der Weltrekord. Vielleicht auch mal aufhören zu fotografieren im Moment. Stört dich das Klicken? Nicht bitte da hinten kein Geräusch. Okay. Okay, wir gehen's an. Der Dritte. Klasse. Der Weltrekord, die Wette gewonnen. Gucken wir uns das nochmal an. Toll. Hier die Zeitlupe. 2, 3. Hast du gemerkt beim letzten Mal, jetzt läuft's gut oder kann man das bis vor der letzten Kugel gar nicht sagen? Oh ja. Ganz lang. Das sind Millimeter. Die weiße. Ja. Ah. Und noch einmal, weil es so schön war. Weißt du, dass das offiziell vor dir noch kein Mensch geschafft hat? Ja, ich weiß es. Er weiß, ja. Gut. Wollte es nur noch mal sagen. Und ja, da geht die Faust hoch. Ken, ich meine, ich will dich nicht unglücklich machen, aber wo 12 gehen, gehen vielleicht auch 15? Ich will dir nichts einreden. Ich glaube schon. Es geht, ja, okay. Ich glaube schon. Aber es ist nichts mehr zu verlieren. Noch einmal, das ist dann nicht der Weltrekord, das ist astral. Das hat es nicht gegeben. Und damit bist du auf alle Zeiten hinaus der Größte. Im Bild festgehalten. Schon ärgerlich für einen Vater, wenn der Sohn was kann, was er nicht kann, hä? Ja. Ja, ja. Sicher. Sicher, deswegen machst du es auch, oder? Ja. Klar. 15. Also. Unverbindlich, finde ich. Auch okay. Dreimal. Der Vater handelt schon hier. Okay, geht schon. Geht schon. Nochmal, dann ist passiert. Ja, oh, aber Ken, lass es. Es war so toll. 14 waren es. 14 waren es. Komm her. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam